Lasset uns beten. Komm, Heiliger Geist, Geist der Wahrheit und der Liebe, erleuchte unseren Verstand, stärke unseren Willen, wohne in unserem Gedächtnis, führe uns in alle Wahrheit, die da ist, Christus, unser Herr. Amen. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer ersten Katechese im neuen Jahr. Ich begrüße auch die über Radio Maria mit uns verbundenen Zuhörerinnen und Zuhörer, Teilnehmer an dieser Katechese. Bitte hier zu helfen, dass sie ihren Platz findet. Unsere blinde Machen Sie bitte vorne Platz. So, danke. Die heutige Katechese möchte ich unter das Thema stellen: Ich aber sage euch, die Bergpredigt Jesu als Lebensschule Jesu. Ich habe das Programm ein bisschen umgestellt. Das für heute angekündigte Thema kommt dann im Februar. Es war im Jahr 391. Ein damals schon weithin bekannter Rhetor, Augustinus, war in der kleinen Hafenstadt Hippo zu Besuch. Der Bischof Valerius war schon alt und kränklich und er wünschte sich einen Helfer, einen Priester, der ihm beisteht. Und da er hörte, dass der berühmte Augustinus in der Kirche ist, hat er kurzerhand beschlossen, ihm die Hände aufzulegen. Und das Volk war begeistert, hat Augustinus nach vorne gedrängt. Er hatte keine Chance, sich dieser Begeisterung zu entziehen. Und so war er plötzlich Priester und sollte dem kränklichen Bischof helfen und den Predigtdienst übernehmen. Diese Methode von Priesterweihen haben wir heute nicht mehr, aber sie waren in der alten Kirche durchaus nicht unüblich, dass jemand kurzerhand die Hände aufgelegt wurden, wenn die Leute sich ihn dringend als Priester gewünscht haben. Augustinus merkte, dass er für seine neue Aufgabe zu wenig vorbereitet war und er bat von seinem Bischof für einige Monate Urlaub, um sich vorzubereiten. Er schreibt damals in einem Brief: Seelisch bin ich noch kraftlos. Was ich brauche, sind die Arzneien der Heiligen Schrift. Diese muss ich notwendig studieren. Bis jetzt hatte ich keine Zeit dazu. Ich weiß jetzt aus erster Hand, was ein Mann benötigt, der den Dienst des Sakramentes und des Wortes Gottes verwaltet. Darf ich nicht zu erlangen suchen, was ich noch nicht besitze? Fragt er. Augustinus zieht sich also zurück und nutzt die Zeit intensiv, um die Heilige Schrift zu studieren. Und das hieß damals, sie weitgehend auswendig zu lernen. Das war bis in die Neuzeit durchaus keine Seltenheit, dass man die Heilige Schrift weitgehend auswendig konnte, so wie es heute noch viele Menschen gibt, die den Koran auswendig können, schon Kinder, die ganz stolz vorgeführt werden, dass sie den Koran auswendig kennen. Das Christentum kannte diese Tradition
und natürlich das Judentum auch. Nun, Augustinus trat seinen Predigtdienst an und hielt seine erste Predigtreihe über die Bergpredigt. Es gibt eine deutsche Übersetzung dieser Predigten des Augustinus, die Bergpredigt. Er erklärt das mit den einleitenden Worten. Die Bergpredigt hielt unser Herr Jesus Christus auf einem Berg, wie wir im Matthäusevangelium lesen. Wer sie ehrfürchtig und nüchtern liest, wird in ihr, so glaube ich, die vollkommene Weise des christlichen Lebens finden. Perfektum vitae Christiane modum. Die vollkommene Weise des christlichen Lebens hinsichtlich dem, was zu den besten Sitten gehört. Ad mores optimos pertinet. Also das vollkommene christliche Leben, das lernt man in der Bergpredigt. Und Augustinus glaubte offensichtlich, dass er seinen großteils doch sehr einfachen Pfarrkindern in dieser Hafenstadt die Bergpredigt auch zumuten konnte. Für Augustinus und die frühe Kirche richtet sich die Bergpredigt an das ganze Volk und damit an alle Christen. Ist das wirklich so? Ist die Bergpredigt sozusagen die Charta des christlichen Lebens und damit die Charta der Lebensschule Jesu? Zeigt sie den Weg, wie Jüngerschaft zu leben ist? Augustinus ist überzeugt, dass nirgendwo so deutlich das Fundament des christlichen Lebens gezeigt wird wie in der Bergpredigt. Dass gerade hier die vollkommene Weise des christlichen Lebens vorliegt, das schließt Augustinus auch aus den Worten Jesu, mit denen er selber die Bergpredigt beschließt. Wir erinnern uns an diese bekannte Stelle am Schluss der Bergpredigt. Da heißt es, jeder, der diese meine Worte hört und sie befolgt, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Als ein Platzregen herabstürzte, die Wasserfluten kamen, die Winde tobten und über jenes Haus herfielen, stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Jesus sagt ganz präzis, diese meine Worte. Hier also meint Augustinus in den Worten der Bergpredigt und in der Befolgung der Worte der Bergpredigt liegt der Felsengrund, auf dem das Haus des christlichen Lebens solid gebaut werden kann. Er sagt selber in der ersten Predigt, diese auf dem Berg gesprochenen Worte soll das Leben all der Menschen, die sie befolgen wollen, so vollkommen prägen, dass sie zu Recht mit einem, der auf Fels baut, verglichen werden können. Die Bergpredigt also als Charta des christlichen Lebens. Kann man also an der Befolgung der Bergpredigt abmessen gewissermaßen, wie weit man in der Jüngerschaftsschule Jesu gekommen ist. Ich komme hier noch einmal zurück auf die Frage, die ich in der zweiten Katechese gestellt hatte, nämlich die Frage, ist die Bergpredigt wirklich die Charta des christlichen Lebens oder ist sie der Ausdruck einer besonders radikalen Form des christlichen Lebens? Ist die Bergpredigt Jesu eine Sondermoral für Elitechristen oder spricht sie alle Christen an oder vielleicht sogar darüber hinaus alle Menschen? An wen richtet sich die Bergpredigt?
setze jetzt voraus, dass wir ungefähr in Erinnerung haben, was die Bergpredigt ist, die drei Kapitel im Matthäusevangelium, 5., 6., 7. Kapitel. Ich werde nachher noch einmal auf die wichtigsten Inhalte zurückkommen, beginnen mit den Seligpreisungen, dann den Antinomien, sogenannten Antinomien. Den Alten ist gesagt worden, ich aber sage euch. Und schließlich dann die Belehrungen über das Beten, Fasten und Almosen geben, das wir im Verborgenen tun sollen, damit es nur unser Vater im Himmel sieht. Und dann die großen Hinweise auf das Vertrauen in die Vorsehung Gottes. Macht euch keine Sorgen. An wen richtet sich also die Bergpredigt? Schauen wir den Beginn der Bergpredigt an. Da heißt es, als Jesus die Volksscharen sah, stieg er auf einen Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm und er öffnete seinen Mund und lehrte sie, die Jünger. Haben die vielen Menschen, tausenden Menschen, die da waren, nicht gehört? Hat er nicht zu ihnen gesprochen? Jesus sieht die vielen Menschen, richtet sein Wort aber an die Jünger. Ist die Bergpredigt Jüngerbelehrung oder Volksbelehrung? Ein anderer großer Prediger der frühen Kirche, der heilige Johannes Chrysostomus, sagt in seinen Predigten zum Matthäusevangelium zu dieser Stelle, seine Jünger traten zu ihm und er lehrte sie. Auf diese Weise werden auch die übrigen weit mehr zur Aufmerksamkeit angeregt, als wenn er seine Rede auf alle ausgedehnt hätte. Vielleicht war es, meint Chrysostomus, ein rhetorischer Trick. Er redet zu ein Paaren, die unmittelbar um ihn sind, und die anderen werden neugierig und hören umso genauer hin, was er diesen da sagt. Papst Benedikt vertieft das in seinem Jesusbuch. Kennen dieses wunderbare Buch, das jetzt in zwei Bänden vorliegt, Jesus von Nazareth, wo er einen wunderbaren Kommentar der Bergpredigt auch gegeben hat. Er sagt, Jesus setzt sich Ausdruck der Vollmacht des Lehrenden. Er nimmt auf der Kathedra, dem Lehrstuhl gewissermaßen, des Berges Platz. Jesus sitzt auf der Kathedra als Lehrer Israels und als Lehrer der Menschen überhaupt. Denn, sagt der Papst, mit dem Wort Jünger grenzt Matthäus den Kreis der Adressaten dieser Rede nicht ein, sondern weitet ihn aus. Jeder, der hört und das Wort annimmt, kann ein Jünger werden. Auf das Hören und Nachfolgen kommt es in Zukunft an, nicht auf die Abstammung. Jüngerschaft ist jedem möglich, Berufung für alle. So bildet sich vom Hörer her ein umfassendes Israel, ein erneuertes Israel, das Alte nicht ausschließt oder aufhebt, aber überschreitet ins Universale hinein, sagt Papst Benedikt. Alle können Hörer der Bergpredigt werden und alle können deshalb Jünger werden. Noch einmal Papst Benedikt, beides gilt. Die Bergpredigt ist in die Weite der Welt, Gegenwart und Zukunft hineingerichtet, aber sie verlangt doch Jüngerschaft und kann nur in der Nachfolge Jesu, im Mitgehen mit ihm verstanden und gelebt werden. Also, an wen richtet sich die Bergpredigt? An alle Menschen aller Zeiten, aber
unter der Voraussetzung der Jüngerschaft. Ich erinnere noch mal kurz an die großen Themen der Bergpredigt, damit wir das fürs Folgende präsent haben. Sie beginnen mit den 8 Seligpreisungen, die unerschöpfliche Charta der Jüngerschaft. Dann folgen 2 Bildworte, wo Jesus die Mission der Jünger beleuchtet. Ihr seid das Salz der Erde, sagt er zu ihnen, ihr seid das Licht der Welt. Salz und Licht, das spricht eher eine Minderheitssituation an. Salz ist ja normalerweise nur in Prisen in der Speise. Es ist nicht die Speise selbst. Und Licht erfüllt nicht den ganzen Raum, sondern es erleuchtet den Raum, aber es ist nicht der ganze Raum. Es ist also hier ein Kontrast zwischen ihr seid, und der Erde, der Welt. Ein Kontrast zwischen den Jüngern und der Welt. Diese Spannung besteht auch in den sogenannten Antinomien, in diesen Radikalisierungen der Tora, des Gesetzes. Den Alten ist gesagt worden, ich aber sage euch. Den Alten ist gesagt worden, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, schon ein begehrlicher Blick ist dem Ehebruch gleichzusetzen. Den Alten ist gesagt worden, sollst nicht töten. Ich sage aber euch, dass schon das Zürnen dem Mord gleichgesetzt wird. In diesen Antinomien, in diesen Verschärfungen der Gebote kommt, ja, was zum Ausdruck? Eine Elitemoral gegenüber der allgemeinen Norm? Ein ganz hohes Ideal, das aber so hoch ist, dass man eher entmutigt ist. An wen richtet sich Jesus mit diesen Aufforderungen? Wenn er am Anfang des 6. Kapitels sagt, achtet darauf, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Das Almosen geben, das Beten und Fasten, also die klassischen Frömmigkeitsformen auch im Judentum, sie sollen im Verborgenen gelebt werden, nicht als Show, nicht um gesehen zu werden, sondern nur vor dem himmlischen Vater, der sie auch belohnen wird. Und dann die Hinweise auf den himmlischen Vater, dem wir vertrauen sollen, sorglos. Macht euch keine Sorgen, schaut auf die Lilien des Feldes, die Vögel des Himmels. Sie ernten nicht, sie säen nicht und doch ernährt sie euer himmlischer Vater. Deshalb sollen wir vertrauensvoll bitten, sollen uns seinem Willen überlassen. Das ist der Weg, den Jesus in der Bergpredigt weist. Und ganz am Schluss noch einmal, wer diese meine Worte hört und sie befolgt, der hat auf Fels gebaut. Die Bergpredigt sind die Worte Jesu. Es ist nicht eine Theorie, es ist nicht irgendein Diskussionsbeitrag. In einer Ethikdebatte bringt jeder seine Ideen ein, sondern es ist Jesu ausdrückliches Wort, diese meine Worte. Als Jesus diese Worte beendet hatte, waren die Volksscharen ganz betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Wie einer, der Vollmacht hat.
Seine Worte sind nicht vergleichbar mit Schuldiskussionen, auch nicht mit Theologendiskussionen. Seine Worte sind nur vergleichbar mit dem Wort Gottes selbst. So wie Gott am Sinai zu Mose gesprochen hat, so spricht jetzt Jesus zu den Menschen, zu den Jüngern. Man spricht deshalb von der Bergpredigt als der Tora des Messias. Die Tora des Mose auf dem Berg Sinai, die Tora des Messias, des Christus auf dem Berg der Seligpreisungen. Diesem Verhältnis möchte ich mich jetzt ein wenig zuwenden. Sie erinnern sich, das Weihnachtsevangelium, Christtag, am Ende des Johannesprologs heißt es: Das Gesetz ist durch Mose gegeben worden, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. Dieser Bezug zwischen den beiden Bergen ist oft gezeigt worden. Der Berg Sinai, wo Mose das Wort Gottes, die Tora Gottes empfangen hat, und der Berg der Seligpreisungen, wo Christus, Jesus, die Tora des Messias gegeben hat. Damit ich das nicht vergesse, habe ich auch eine Aussicht vom Berg der Seligpreisungen auf meinem Handy. Und jedes Mal, wenn es läutet, sehe ich vom Berg der Seligpreisungen hinunter auf den See Genezareth. Dieser wunderbare Ort, wo Jesus diese einzigartigen Worte gesprochen hat. Am Sinai heißt es, im Buch Deuteronomium, spricht Gott zu Mose von Angesicht zu Angesicht. Wie sonst noch nie mit einem Menschen, wie der Freund mit dem Freund, so heißt es auch schon in Exodus. Unmittelbar empfängt Mose von Gott die Weisung, die Tora. Josef Ratzinger sagt dazu: Nur von dort her konnte das Gesetz kommen, das Israel den Weg durch die Geschichte weisen sollte. Unmittelbar von Gott empfangen, wie ein Freund es von seinem Freund empfang. Moses empfängt die Verheißung am Ende seines Lebens: Einen Propheten wie dich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte heraus erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Dieser verheißene Prophet ist Jesus. In Jesus sagt Papst Benedikt, ist die Verheißung des neuen Propheten erfüllt. Bei ihm ist nun vollends verwirklicht, was von Mose nur gebrochen galt. Er lebt vor dem Angesicht Gottes nicht nur als Freund, sondern als Sohn. Er lebt in innigster Einheit mit dem Vater. Die Lehre Jesu, Bergpredigt, kommt nicht aus menschlichem Studium. Sie kommt aus der unmittelbaren Berührung Jesu mit dem Vater. Gewissermaßen aus dem Dialog von Gesicht zu Gesicht, aus dem Sehen heraus dessen, der an der Brust des Vaters ruht. Das Wort Jesu ist Sohneswort, wirklich Gottes Wort. Wenn die Worte der Bergpredigt einfach ein Diskussionsbeitrag wären zur Ethikdebatte des Judentums damals oder auch zur Ethikdebatte der Menschheit bis heute, dann wäre der Anspruch, unter dem diese Worte stehen, völlig überzogen. Kein
Ethiker, kein Philosoph dürfte mit einem solchen Anspruch auftreten. Stellen Sie sich einen Philosophen vor, der in einer Ethikdebatte auftritt. Ich aber sage euch. Spätestens hier muss ich auf eine Debatte eingehen, die mich selber sehr bewegt hat und die Josef Ratzinger eigentlich entscheidend bewogen hat, sein Buch über Jesus zu schreiben, nämlich das Buch eines amerikanischen Rabbiners, eines großen jüdischen Gelehrten, Jakob Neusner. Jakob Neusner, der die unglaubliche Leistung von mehreren hundert Büchern hinter sich hat. Er ist ein unglaublich fleißiger und gelehrter Buchschreiber, hat dieses spannende, hochinteressante Buch geschrieben, von dem Sie vielleicht schon gehört haben, Ein Rabbi spricht mit Jesus. Und er hat dieses Buch, A Rabbi Talks with Jesus, an Intermillennial Interfaith Exchange, heißt das Original, das 1993 in New York erschienen ist. Und er bat damals Josef Ratzinger, dieses Buch zu lesen und ihm seinen Kommentar zu geben. Und Kardinal Ratzinger sagte, das ist das bei weitem wichtigste Buch für den jüdisch-christlichen Dialog seit langem. Und eigentlich, sagt er, hat ihn dieses Buch angeregt, sein eigenes Jesusbuch zu schreiben. Rabbi Neusner erklärt in seinem Buch, warum er nicht Jünger Jesu geworden wäre, hätte er damals gelebt. Warum ich mich dem Kreis der Jünger Jesu nicht angeschlossen hätte, wenn ich im ersten Jahrhundert im Land Israel gelebt hätte. Und er sagt, ich hätte meine Ansicht hoffentlich höflich, auf jeden Fall mit Argumenten und Fakten vernünftig begründet dargelegt. Wenn ich seine Bergpredigt gehört hätte, wäre ich ihm aus guten und wichtigen Gründen nicht nachgefolgt. Warum ist er nicht Jünger Jesu geworden? Warum wäre er es nicht geworden und ist es auch heute nicht geworden? Und hat doch vor Jesus eine ganz große Hochachtung. Das ist das Besondere und Spannende und Bewegende an diesem Buch. Josef Ratzinger, Benedikt XVI., hat darauf zu antworten versucht, ebenso mit Argumenten und Fakten vernünftig begründet. Und daraus ist ein großes, ein selten großes Gespräch geworden, das weit über die oft sehr oberflächlichen gegenseitigen Höflichkeiten des ökumenischen Dialogs hinausgeht. Denn hier geht es um den ganzen Ernst der Frage. Neusner stellt sie ganz entschieden und klar, ob die Tora des Mose wirklich einer Reform bedurfte. Jesus, so sagt Neusner, erhob den Anspruch zu reformieren und zu verbessern. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, ich aber sage euch. Dem setzt er entgegen, wir behaupten, und darüber streite ich auch, dass die Tora vollkommen war und ist und nicht verbessert werden kann und dass die jüdische Religion in Vergangenheit und Gegenwart Gottes Wille für die Menschheit war und ist. Auf dieser Grundlage will ich aus jüdischer Sicht einigen wichtigen Lehren Jesu widersprechen. Rabbi Neusner tut das nicht einfach ex auctoritate, weil das so geschrieben steht, weil das in der Bibel so geschrieben steht, sondern er argumentiert.
Er argumentiert auch, dass die Wege der Bergpredigt Jesu in ihren sozialen Konsequenzen, in ihren praktischen Konsequenzen problematisch sind. Er hält die Bergpredigt Jesu für problematisch in ihren praktischen Konsequenzen. Und genau diese Herausforderung hat Papst Benedikt aufgegriffen. Ist die Bergpredigt wirklich lebbar? Ist sie nicht ein unlebbares Ideal, das wegen seiner Höhe mehr entmutigt, als es ermutigt? Und fördert es nicht gerade wegen seiner Höhe jene Heuchelei, die Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten so oft vorgeworfen hat und die ja auch unter Christen durchaus ihre Blüten treibt? Rabbi Neusner ist auf jeden Fall entschieden, sich ehrlich und klar dafür zu entscheiden, dass er dem Rabbi Jesus von Nazareth nicht nachfolgt und nicht sein Jünger wird. Und ich möchte das verdeutlichen an einer der eindrucksvollsten Szenen aus diesem Buch. Rabbi Neusner mischt sich unter die Hörer Jesu bei der Bergpredigt, unter die Menschenmenge. In der biblischen Sicht sind wir ja Zeitgenossen. Wir können sozusagen in der Gleichzeitigkeit der biblischen Ereignisse dabei sein. Er ist also dabei bei der Bergpredigt unter den Menschen und er nimmt die Gelegenheit wahr, auch den Rabbi Jesus selber anzusprechen, ihn ins Gespräch zu verwickeln, ihm Fragen zu stellen. Und er begegnet dabei auch dem reichen Jüngling, sehr schön hineinverwoben in, und er hört und erlebt das Gespräch Jesu mit dem reichen Jüngling. Am Abend dieses Tages verabschiedet er sich von Jesus. Als Freunde gehen wir auseinander, ohne Wenn und Aber, als Freunde. Und das ist das Große an diesem Buch, das hält er aufrecht. Wirklich in Verehrung und Freundschaft und doch in einem klaren Nein. Er zieht sich zurück. Ich stelle mir vor, so nach Korazin, ein Nachbarstädtchen, um alleine zu sein, um die jüdische Gemeinde dort zu treffen, um über das Gehörte nachzudenken im Gebet, im Tora-Studium und mit dem dortigen Rabbi, mit dem dortigen Rabbiner das Ganze zu besprechen. Und dann in dieser schön erdachten Szene fragt ihn dieser Rabbiner, was hat er denn gelehrt, Rabbi Jesus? Hat er das gelehrt, was die Rabbinen lernen? Stimmt es überein mit dem, was die Rabbinen lernen? Und Rabbi Neusner antwortet, nicht genau, aber ungefähr. Der Rabbi fragt ihn dann, hat er was weggelassen? Neusner antwortet, nichts. Fragt der Rabbi, was hat er dann hinzugefügt? Antwort, sich selbst. Josef Ratzinger sagt zu dieser
sehr bewegend dargestellten Szene, das ist der zentrale Punkt des Erschreckens vor Jesu Botschaft für den gläubigen Juden Neusner. Und dies ist der zentrale Grund, warum er Jesus nicht folgen will, sondern beim ewigen Israel bleibt. Die Zentralität des Ich Jesu in seiner Botschaft, die allem eine neue Richtung gibt. Neusner zitiert an dieser Stelle als Beleg für diese Hinzufügung das Wort Jesu an den reichen jungen Mann. Jesus sagt zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz, komm und folge mir. Die Vollkommenheit, das von der Tora verlangte Heiligsein, wie Gott heilig ist, besteht jetzt darin, Jesus nachzufolgen. Das ist der Punkt, wo Rabbi Neusner klar sagt, er werde Jesus nicht nachfolgen, ohne seinen Respekt vor ihm aufzugeben, ja, um als Freunde auseinanderzugehen. Ich erinnere mich an einen Vortrag vor vielen Jahren in Fribourg an der Universität von einem Professor der Hebräischen Universität in Jerusalem, Professor Zvi Werblowski, der über das jüdisch-christliche Verhältnis sagte, auf eine Kurzformel gebracht: Was für uns die Tora ist, ist für euch Christus. Ja, das stimmt. Für uns Christen ist Jesus Christus die Verkörperung des Willens Gottes. Und deshalb ist er die lebendige Norm. Er ist das Gesetz Gottes in Person. Er ist daher auch die Bergpredigt in Person. Sie spricht von ihm. Er spricht von sich in der Bergpredigt. Er ist gewissermaßen die Anschaulichkeit der Bergpredigt. Das, was gemeint ist, das kann man an ihm sehen und an ihm Maß nehmen. Aber bleibt dann nicht doch wieder die Gefahr, dass das ein unlebbar hohes Ideal wird, das im Alltag nicht durchgehalten werden kann? Oder liegt die Bergpredigt auf einer anderen Ebene als das praktische Alltagsleben? Mit den Seligpreisungen kann man keinen Staat machen. Das kann nicht das Staatsgrundgesetz werden. Die Seligpreisung der Armen kann nicht die Basis für die Sozialgesetzgebung sein. Stellen Sie sich vor, unser Finanzminister könnte sagen: Selig die Armen. Der Verzicht auf Widerstand widersteht nicht dem Bösen, sagt Jesus in der Bergpredigt. Der Verzicht auf Widerstand gegen das Böse, das uns getan wird, das kann nicht die Grundlage des Strafgesetzbuches sein. Aber andererseits müssen wir auch sagen, es wäre völlig einseitig zu behaupten, die Sozialgesetzgebung alleine würde genügen, um ein soziales Klima in unserem Land zu haben. Um solidarisch und mitmenschlich zu sein. Und ebenso kurz gegriffen wäre es, alle Lösungen zwischenmenschlicher Konflikte auf das Strafgesetzbuch zu reduzieren. Da braucht es auch anderes. Es braucht mehr. Und dieses mehr als das Verbotene oder Gebotene, dieses mehr ist genau das Thema
der Bergpredigt. Ich möchte das im Schlussteil an drei ausgewählten Beispielen verdeutlichen. Natürlich können wir nicht die ganze Bergpredigt behandeln, da bräuchten wir eine ganze Katechesenreihe dazu. Ich möchte ganz kurz auf die Seligpreisungen selber blicken, dann ein Wort zum Thema Feindesliebe, das so ein Schlüssel der Bergpredigt ist, und drittens ein Wort zum Gedanken des Vertrauens in die Vorsehung. Macht euch keine Sorgen. Zu den Seligpreisungen darf ich ermutigen, das Buch des Heiligen Vaters, sein Jesus von Nazareth, zu lesen und das wunderschöne, großartige Kapitel über die Seligpreisungen. Das ist eines der Meisterstücke der Schriftauslegung. Nur ganz kurz einen Hinweis. Die 8 Seligpreisungen der Bergpredigt sind Verheißungen. Verheißungen in bedrängte Situationen hinein. Wir kennen alle solche bedrängte Situationen, aber die Bergpredigt, die Seligpreisungen, sehen sie aus einer anderen Perspektive. Sie sehen sie nicht sozusagen aus der Perspektive der Bedrängnis, sondern aus der Perspektive des Vaters, von Gott her. Denn alle 8 formulieren die Verheißungen in der Form des sogenannten Passivum Divinum, des göttlichen, der göttlichen Passivform, nämlich aus Ehrfurcht vor dem Gottesnamen werden die Zusagen passiv formuliert. Selig die Trauernden, sie werden getröstet werden. Sie werden das Land besitzen, die Armen, etc. Damit soll diskret ausgedrückt werden in jüdischer Ausdrucksweise, Gott wird sie trösten, Gott wird ihnen das Land geben, Gott wird sie zu seinen Söhnen machen, die Friedensstifter. Papst Benedikt sagt dazu, wenn der Mensch anfängt, von Gott her zu sehen und zu leben, wenn er in der Weggemeinschaft mit Jesus steht, dann lebt er von neuen Maßstäben her. Und dann wird etwas vom Kommenden schon jetzt präsent. Von Jesus her kommt Freude in die Drangsal. Das ist der Kern der Seligpreisungen. Von Jesus her kommt Freude in die Drangsal. Das ist christliche Erfahrung von Anfang an. Mitten in der Bedrängnis eine unbeschreibliche Freude. Nicht erst drüben, nicht erst im Himmel, dort vollkommen, aber jetzt schon, sodass Paulus mitten in seinen Bedrängnissen wirklich Zeuge der Freude sein kann. Die Seligpreisungen drücken aus, was Jüngerschaft bedeutet. Die unverkennbare Marke der Jüngerschaft ist die Freude. Selig die Armen im Geist, selig die Friedensstifter, selig die Trauernden, selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit. Diese Freude ist ein Grundzug der Jüngerschaft. Papst Benedikt weist darauf hin, dass diese 8 Seligpreisungen in der Person Jesu selber schon verwirklicht sind und eigentlich man sie an ihm am deutlichsten ablesen kann. Sie sind, sagt Papst Benedikt, eine verhüllte innere Biografie Jesu. Könnten die Seligpreisungen jetzt wirklich auf Jesus hin durchgehen. Wer ist der wahrhaft Sanftmütige? Selig die Sanftmütigen. Wer ist der wahrhaft Arme?
der, der für uns arm geworden ist, um uns mit seinem Leben reich zu machen? Wer ist der, der das reine Herz hat, das Gott schaut? Ich nehme das zweite Beispiel, die Feindesliebe. Man sagt ja, das Thema Feindesliebe in der Bergpredigt ist gewissermaßen der Lackmustest des christlichen Lebens und wohl das Schwierigste an der Bergpredigt. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Feindesliebe gehört zweifellos zum Schwierigsten in der ganzen Verkündigung Jesu. Eines ist klar, dieses Gebot der Feindesliebe kann nicht der Ersatz des Strafgesetzbuches sein. Wenn jeder, der dem Nächsten etwas antut, nur darauf hingewiesen wird, du hast die Liebe deines Opfers verdient, dann ist das sicher zu wenig. Es kann sich nicht hier um ein weltliches Gesetz handeln. Ist es ein Gebot oder ist es ein Rat? Über diese Frage hat man jahrhundertelang diskutiert. Ist die Bergpredigt überhaupt Gebot oder Rat? Empfiehlt sie uns Jesus oder gebietet er sie uns? Mir hilft hier eine Unterscheidung, eine traditionelle Unterscheidung, die der heilige Thomas von Aquin sehr klar formuliert hat. Feindesliebe ist wirklich Gebot Jesu. Liebt eure Feinde, das ist nicht nur ein Rat, das ist ein Herzensgebot Jesu. Aber der heilige Thomas sagt ganz klar, Vorsicht, was ist gemeint mit Feindesliebe? Ist damit gemeint, sympathische Gefühle für den Feind zu haben? Das kann es ja nicht sein. Thomas sagt ausdrücklich, Feindesliebe wäre pervers, gebraucht das Wort pervers, unter Liebe zuwider, wenn wir die Feinde insofern lieben müssen, als sie Feinde sind. Das kann es nicht sein. Insofern sie aber Menschen sind, muss ihnen unsere Nächstenliebe gelten. Müssen wir ihnen deshalb auch Zeichen der Zuneigung widmen? Oft wird die Feindesliebe mit einem Gefühl verwechselt, das ich dem Feind gegenüberbringe, entgegenbringe. Und das ist nicht gemeint. Es wäre wieder natürlich, wenn ich Gefühle der Sympathie für den Feind haben müsste. Aber ich muss die Bereitschaft haben, und das ist Gebot, den Feind als Mensch zu achten. So heißt es schon im Buch der Sprichwörter im Alten Testament. Hungert dein Feind, so speise ihn mit Brot und dürstet ihn, gib ihm Wasser zu trinken. Das Wort Jesu, mit dem er seine Weisung über die Feindesliebe beschließt, weist freilich noch darüber hinaus. Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Es geht also in der Bergpredigt um mehr als das Notwendige, um dieses Meer, das Christus selber
geleistet hat, erbracht hat, indem er sich für uns hingegeben hat, als wir noch Feinde waren. So sagt es uns der Apostel Paulus. Und nun ein letztes und drittes Wort, auch ein Beispiel von diesem Meer, der Bergpredigt, diesem Magis, das Wort über die Vorsehung. Ich sage euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen werdet, noch was euer Leib, was ihr für euren Leib zum Anziehen haben werdet. Schaut auf die Vögel des Himmels, die Lilien des Feldes. Sorgt euch also nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Noch einmal, es ist klar, das ist keine Charta für die Sozialgesetzgebung. Und wir werden auch nicht nach der Anweisung des Johannes, des Evangelisten, des Apostels, zu dem Notleidenden sagen, sagt der Apostel Jakobus, geh dich wärmen und hol dir was zu essen, ohne ihm dabei zu helfen. Nein, das ist keine Anleitung auch für die Budgetgestaltung, weder die des Bundes noch die persönliche. Macht euch keine Sorgen. Es ist kein Freibrief für Untätigkeit und Fahrlässigkeit, sondern es ist die Erfahrung der Jüngerschaftsschule am Weg mit Jesus. Hineinwachsen in eine Vertrauensbeziehung zum Vater. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Die Bergpredigt als Lebensschule Jesu, die Bergpredigt, deren Modell und Meister er selber ist. Er hat in diesem Vertrauen gelebt. Ich komme jetzt ganz zum Schluss. Schon bei der letzten Katechese über das Gebet kamen wir am Schluss zu der Frage, schaffe ich das? Eigentlich doch alles eine Überforderung. So beten wie Jesus. Überhaupt schaffe ich das Beten. Und jetzt noch viel mehr schaffe ich ein Leben nach der Bergpredigt. Totale Überforderung. Jesus als Vorbild, ja, aber erreichbares Vorbild? Die Antwort, die wir in der letzten Katechese erhielten, es war die Antwort des heiligen Paulus, war sehr ernüchternd, aber auch ermutigend. Denn er sagt uns, eigentlich wissen wir nicht, wie wir beten sollen. Aber der Heilige Geist tritt für uns ein. In unserer Schwachheit betet er für uns, in uns, mit uns. Ist es nicht ähnlich für die Bergpredigt? Wenn wir sie einfach als verschärftes Gesetz lesen, sind wir von vornherein total mutlos. Aus eigener Willenskraft, da stemmen wir das nicht. Aber die Bergpredigt ist kein Moralkodex besonders rigoroser Art, sondern sie ist, wie der heilige Thomas so schön sagt, das neue Gesetz des Evangeliums, Lex Nova Evangelii. Schon die 10 Gebote trägt jeder Mensch in seinem Herzen, in seinem Gewissen. Mehr als auf Tafeln geschrieben, sind sie in unser Herz, in unser Gewissen geschrieben. Die Bergpredigt, sagt der heilige Thomas, wird uns durch den Heiligen Geist ins Herz geschrieben. Sie wird zu einem inneren Lebensgesetz, zu einem Gesetz, das uns von innen her bewegt. Die Weisung Jesu ist nicht eine von außen auferlegte, sondern
Jesus selbst legt sie uns ins Herz, und je mehr wir mit ihm den Weg gehen, desto mehr wird er durch seinen Heiligen Geist in uns seine Lebensform ausprägen. Desto mehr wird er selber das Gesetz des neuen Lebens in uns. Und nur so bekommt das christliche Leben Überzeugungskraft. Jesus hat nicht nur die Bergpredigt gelehrt, er hat sie gelebt und er hat sie durch seinen Geist in die Herzen seiner Jüngerinnen und Jünger eingeschrieben. Jetzt möchte ich zum Schluss noch darauf hinweisen, dass es nicht nur meine Katechesen gibt, sondern auch immer wieder in Pfarren Katechesen gibt, die ich sehr herzlich empfehlen möchte und die auch heute an den Ausgängen als Einladungen ausgeteilt werden. Die Katechesen des neokatechumenalen Weges: Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ, heißt es auf der Einladung. Ich glaube, wir brauchen alle den Weg der Katechese, der Lebensschule Jesu. So darf ich auch diese Katechesen empfehlen in den 4 Pfarren, in denen sie in der nächsten Zeit gehalten werden. Und trauen wir uns selber, über unseren Glauben mehr zu reden, ihn nicht nur für uns zu behalten. Die nächste Katechese ist am 18. Februar. Ich wünsche ein gesegnetes neues Jahr und darf Ihnen den Segen Gottes erbitten. Es segne und beschütze euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.